Flammenfärbung. Flammenfärbung ist ein spannenderes Thema, als ich ursprünglich dachte. Wie bin ich da drauf gekommen? Durch Geburtstagskerzen. Diese Geburtstagskerzen sind halt etwas Besonderes. Sie sind nicht nur bunt, wie man das von Geburtstagskerzen vielleicht erwartet, sondern vor allen Dingen, wenn man sie anzündet, ist die Flamme farbig. Und zumindest als Naturwissenschaftler fragt man sich dann, wie funktioniert das? Und im ersten Moment guckt man natürlich, sucht ein bisschen und stellt dann fest, da gibt es bestimmte Stoffe, die dafür verantwortlich sind, dass die so eingefärbt sind. Und naja, wenn man die Zutatenliste liest, möchte man die vielleicht nicht mehr auf seinen Geburtstagskuchen stellen, aber das ist ein anderes Thema. Die Flamme oder beziehungsweise die Kerze habe ich mir natürlich erstmal gedacht, was gibt es Einfacheres als eine Kerze? Man braucht einen Docht und um den Docht drumherum muss Wachs sein. Ich habe mir das einfach gemacht, ich habe Bienenwachs genommen, das kann man, gibt es als Platten und dann kann man den Docht da reinlegen und das schön aufrollen und dann hat man relativ schnell seine Kerze gebaut. Wie gesagt, nichts Einfacheres als das. Sollte man zumindest meinen. So kompliziert ist allerdings die Geschichte mit der Flamme. Wenn ich verschiedene Flammen miteinander vergleiche, dann stelle ich fest, dass es eigentlich zwei Eigenschaften gibt, die da interessant sind. Einmal Wärme und Licht. Und darin unterscheiden sich die Flammen. Nicht jede Flamme ist auch eine gute Lichtquelle, also sprich, nicht jede Flamme leuchtet. Wenn ich jetzt hergehe und nehmen wir mal ein Extrembeispiel, den Gasbrenner. Das ist eine schöne Wärmequelle, aber als Lichtquelle, geht so. Das ist etwas, das man schon lange im Prinzip in der Menschheitsgeschichte verwendet. Also im Prinzip die Römer kannten schon das zur Beleuchtung. Nun hatten die natürlich kein Wachs zur Verfügung. Da hat man meistens flüssige Brennstoffe oder Tierfette oder was halt. Man hat auch tatsächlich ein bisschen probiert, weil, wie gesagt, nicht jeder Brennstoff produziert eine leuchtende Flamme. Und naja, man hat in London 1814, das gilt so als erste Straßenbeleuchtung, die mit Gas betrieben worden ist. Straßenbeleuchtung gab es schon seit der Antike. Aber was da halt spannend ist, wir haben ja gesehen bei dem Gasbrenner, es leuchtet halt nicht so dolle. Man musste sich also was einfallen lassen. Wie kriegt man das Gas dazu zu leuchten? Und die erste Idee, die man hatte, oder eine der ersten Ideen, waren Glühstrümpfe. Glühstrümpfe nutzt man tatsächlich heute noch in zum Beispiel Camping, Leuchten, die, was weiß ich, mit Petroleum oder so betrieben werden. Und wenn jetzt dieser Glühstrumpf, der hat, früher hatte man da sogar Thoriumnitrat verwendet. Thoriumnitrat ist halt radioaktiv. Das Zeug verbrannte, was heißt verbrannte, veränderte sich in einer Art und Weise, dass dann etwas entstanden ist, was in einer Flamme geglüht hat. Und zwar fast weißlich. Deswegen waren die Dinger sehr beliebt, weil man konnte damit eine Flamme dazu bekommen, dass sie weiß geleuchtet hat. Und das ist allerdings ein Mechanismus, der auch bei der Kerzenflamme vorkommt. Und dass die oben so schön gelb leuchtet, hat man dem Glühen zu verdanken. Und hier ist mal ein schönes Beispiel. Ich habe hier einen Nagel, durch den ich einen sehr, sehr großen Strom schicke. Und dadurch wird der so heiß, dass er anfängt zu glühen. Und man sieht, es fängt bei Rot an und es wird immer heller und geht so Richtung
Ja, Weißglut. Was nützt mir jetzt diese Information für meine schönen Geburtstagskerzen? Gut, ich habe meiner normalen Kerze den oberen Teil der Flamme, der durch Glühen entsteht. Dieser Teil, das sind im Prinzip Kohlenstoffteilchen, die sich zu Klumpen zusammenfinden und dann entsprechend verglühen. Das ist aber etwas, das passiert in diesen Geburtstagskerzen nicht. Bei normalen Kerzen setzt man tatsächlich auch Zusatzstoffe dazu, meistens oder einer davon ist so ganz simpel Holzkohle. Die verstärken diesen Effekt. Da hat man halt besonders viele von diesen Kohlenstoffteilchen oder Molekülen, die sich dann da verklumpen können und dadurch halt sehr schön leuchten. Der Effekt, dass diese Geburtstagskerzen allerdings so schön bunt leuchten, hat damit nichts zu tun. Das ist ein anderer Mechanismus. Und damit wird es jetzt eigentlich spannend. Wir gucken uns mal verschiedene Metallsalze an. Und diese Metallsalze, die, wenn man sie in die Flamme des Gasbrenners hält, dann fangen die an zu leuchten. In verschiedenen Farben. Schauen wir einfach mal. Ich habe hier Strontiumchlorid, rot. Ich habe Bariumchlorid, grün. Ich habe Kupfernitrat, blau. Ich habe Lithiumchlorid, rot. Ich habe Natriumchlorid, gelb. Und ich habe Calciumchlorid, orange-rot. Also verschiedene Stoffe, verschiedene Farben. Das ist interessant. Machen wir ein wenig einen Ausflug in die Geschichte. 1859 haben Kirchhoff und Bunsen ein Verfahren entdeckt, das sich Spektralanalyse nennt. Dahinter steckt erstmal die Entdeckung, dass verschiedene Stoffe eine Flamme verschieden färben können. Das ist allerdings noch nicht alles. Aber bevor wir darauf eingehen, schauen wir uns an, wie überhaupt ein Stoff angeregt werden kann zu leuchten. Und da gibt es tatsächlich vielfältige Möglichkeiten. Bei der Kerze, wenn wir uns jetzt mal den bläulich-grünlichen Teil im unteren Teil der Flamme angucken, das sind im Prinzip Atome, Moleküle, die einmal durch Wärme angeregt werden, ist klar. Allerdings auch, hier habe ich ein Knicklicht, gleiches Prinzip. Hier findet gleich eine chemische Reaktion statt. Und schon leuchtet das Blau. Das heißt, hier gibt es, bei der Kerze entsprechend, gibt es teilweise Moleküle, die angeregt aus einer chemischen Reaktion kommen und deshalb Licht abgeben. Das gibt aber noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht von ganz früher kennt man diese Uhren mit den Leuchtziffern, da war oft Uran drin und hat das praktisch zum Leuchten angeregt. Gut, radioaktiv nicht so dolle. Das heißt, radioaktive Strahlung kann zum Leuchten anregen. UV-Strahlung kann zum Leuchten anregen. E-Felder können zum Leuchten anregen. Schauen wir uns das mal mit den E-Feldern an. Wir gucken, dazu habe ich hier ein paar Gasentladungsröhren. Und da kann man mit Hilfe eines so Größenordnung 5000 Volt Gas dazu bekommen, dass es entsprechend
ja, Strahlung in Form von sichtbarem Licht abgibt. Und wenn man jetzt genau hinguckt, sieht man auch wieder verschiedene Stoffe, verschiedene Farben. Hier habe ich mal die Edelgase. Das ist Helium, Neon, Argon, Krypton und Xenon. Verschiedene Stoffe, verschiedene Farben. Machen wir noch mal, weil es so schön ist, ein paar weitere. Hier hätte ich Wasserstoff. Deuterium ist ein Isotop vom Wasserstoff. Dann hätte ich Stickstoff, Sauerstoff und Quecksilber. Wenn ich mir jetzt nicht nur angucke, dass da halt verschiedene Farben rauskommen, sondern das nochmal sozusagen meine Augen erweitere mit Hilfe eines Prismas oder eines Gitters, sozusagen mir jetzt ein Spektrum angucke, das heißt, das Licht sozusagen zerlege und mir angucke, wie ist denn die Farbe, die da drin steckt, sozusagen zusammengesetzt? Und dann, wenn ich das einfach mal, Wasserstoff ist ein schönes Beispiel, das einfach mal, wie gesagt, am Wasserstoff mache, dann stelle ich fest, dass da verschiedene Farben drin stecken. Und wenn ich mir das Spektrum angucke, das sind ganz, ganz bestimmte Farben. Das heißt, ich habe da Linien. Deswegen heißt das auch Linienspektrum. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage. Erstens, was kann ich mit der Erkenntnis anfangen? Und zweitens, wie kommt das überhaupt zustande? Die erste tatsächliche oder eine der ersten Entdeckungen, die man mit diesem Wissen gemacht hat, ist, man hat das Licht von Sternen sich angeguckt und hat festgestellt, dass aufgrund der Spektralanalyse da die gleichen Elemente vorkommen wie bei uns auf der Erde auch. Wie kommt jetzt allerdings das Ganze zustande? Und dazu habe ich ein Spielzeug mitgebracht, das hier. Ja, das ist noch aus einer Zeit, da gab's noch, war das mit dem Internet noch nicht so. Da gab's das noch nicht. Da musste man sich noch mit seinen Mitmenschen und mit sowas hier beschäftigen. Das ist tatsächlich was sehr Spannendes, weil man kann das sozusagen hier verbiegen und wenn man es fallen lässt, hüpft's hoch. Das Besondere hier dran ist aber, ein bisschen verbiegen reicht nicht. Zu viel verbiegen bringt mir auch nichts. Das heißt, ich muss hier eine ganz bestimmte Menge an Energie reinstecken. Und wenn ich das mache, dann kann man das Ding fallen lassen. Und es hüpft hoch. Das ist insofern interessant, weil das ein sehr guter Vergleich dazu ist, was sozusagen im Atom passiert. Wenn man, sagen wir mal, vom Bohrschen Atommodell ausgeht, da gibt es Schalen und die Schalen haben verschiedene Abstände. Wenn ich mir zum Beispiel einen Magnet angucke, ist natürlich klar, je näher die Magneten kommen, umso größer ist die Anziehung. Elektron ist negativ, Atomkern ist positiv, das zieht sich an. Klar, je näher, umso stärker. Das heißt, ich kann diese Schalen praktisch den Energien zuordnen. Das ist ungefähr so, was weiß ich, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo einen Berg hochfahre, da ist natürlich unten ein anderes Energieniveau im Vergleich zu oben. Und das bekomme ich dann zu spüren, wenn ich sozusagen das Energieniveau wechsle. Das heißt, wenn ich, weil im Prinzip jetzt beim Atom geblieben, auf eine höhere Schale möchte, brauche ich Energie, weil muss ja praktisch gegen die Anziehungskraft arbeiten. Wenn ich zurück auf eine niedrigere Schale gehe,
bekomme ich wieder die Energie, die ich reingesteckt habe, Energieerhaltung, zurück. Und damit sind wir eigentlich schon ganz dicht dran, wie das nun funktioniert. Und dazu habe ich ein, sagen wir, schönes Experiment. Hier ist eine Natriumdampflampe und diese Natriumdampflampe, ja, produziert eine ganz bestimmte Wellenlänge. Und wenn ich jetzt Flammenfärbung betreibe mit Natriumchlorid, dann sehe ich zwei spannende Sachen. Einmal die, ja, Flamme wird gefärbt, aber auch gleichzeitig sehe ich einen Schatten. Das heißt, es passieren genau zwei Dinge. Das Atom, das Natriumatom, wird einmal angeregt. Das heißt, es nimmt genau die Energie auf, die halt einer Energielücke im Atom entspricht und gibt sie auch wieder ab. Das heißt, wenn es leuchtet, das ist die Energieabgabe. Und wenn sozusagen jetzt dieser Schatten, das heißt, da wurde ja genau die Energie aufgenommen, das ist im Prinzip, da wurde genau die Energie aufgenommen, die so einer Energielücke entspricht. Tja, damit ist, naja, die Kerze, ich weiß nicht, ob man entzaubert sagen kann. Es passieren halt viele spannende Sachen. Einmal das Glühen, das gibt ein kontinuierliches Spektrum und dann diese Anregung, das, was man im Prinzip bei der Spektralanalyse ausnutzt, dass halt bestimmte, das ist im Prinzip wie ein Fingerabdruck, also bestimmte Farben werden von bestimmten Stoffen sozusagen, wenn sie angeregt sind, ausgesendet. Und das kann ich dann tatsächlich nutzen, um zu gucken, welche Stoffe sozusagen, um Stoff zu bestimmen, zu gucken, was sind das eigentlich? Und das ist eigentlich eine sehr praktische Geschichte. Kann das natürlich auch umdrehen. Stichwort Fraunhofer'sche Linien, da hat man das Spektrum des Sonnenlichts ja, untersucht und ja, spannende Geschichte. Da fehlen ja gewisse Farben. Und ja, das ist im Prinzip das Ganze umgekehrt. Da werden halt Elemente oder Atome angeregt und brauchen dafür genau eine ganz bestimmte Energie, die halt genau einer ganz bestimmten Farbe entspricht. Und damit auch noch eine weitere Erkenntnis verbunden, dass eine Farbe, eine Wellenlänge einer Energie entspricht. Das heißt, das kann man entsprechend umrechnen. Ich hoffe, das Ganze war mal interessant. Und wenn dir das Video gefallen hat, kannst du ja gerne ein Like da lassen. Kommentare sind natürlich auch herzlich willkommen. Und ja, ein Abo ist vielleicht auch ganz nett. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal.